So, weiter geht's mit Watch Dogs und wir machen heute weiter und das heißt noch ein bisschen und dann haben wir's. Aber jetzt gucken wir mal gerade, was wir noch für eine Mission offen haben. So. Schauen wir es noch irgendwas, ne? Aber da haben wir überhaupt noch eine Mission, die wir gerade mal machen können. Hauptmission irgendwie sowas. Nö, scheinbar gerade nicht. Ist auch nicht tragisch. Geht trotzdem mal ins Hauptversteck. Gucken wir mal, was wir da machen. So, da sind wir wieder zurück und wir haben noch ein bisschen was vor und zwar, da ist irgendwo ein Ausrufezeichen und dieses Ausrufezeichen würde ich jetzt gerne mal angehen. Mal gucken, was sich dahinter überhaupt verbirgt, weil ich weiß es nämlich nicht und das heißt, hier müssen wir mal... Wir reden mit der jungen Dame mal. Ich habe gerade eine neue so? Mission. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier breit mache. Es gibt noch genug Verbrecher. Ich muss noch Fälle abschließen, bei denen du helfen kannst. Sag nichts, ich bin schon dran. Klasse, ich habe Bagley einen Fall geschickt. Er kann dich briefen. So, nicht vorrätig heißt sie. Die Mission. Zerstöre die Kronos X-Kisten. Clan Kelly hat eine Menge Krypto an ein unbekanntes Ziel in Kairo geschickt. Hat irgendwas mit Kronos X zu tun. Die neue Dark Web-Droge, richtig? Die Cops wollten die unbedingt von der Straße fernhalten, als sie noch Polizeiarbeit geleistet haben. Ein äußerst süchtig machendes Psychopharmakon mit einer erschreckend hohen Sterblichkeit. Gut, dann zerstören wir ein bisschen diese komischen Kisten. Versuchen wir es zumindest mal. Die Frage, wie machen wir es? Oder was haben wir da zu tun? Das ist halt auch die große andere Frage. So, also. Gucken wir mal gerade, aber haben wir drei Ziele oder wie das aus, sieht das aus? Nö. Sieht nicht so aus. Ich brauche ein Auto. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Mhm. Ich brauche trotzdem eine Karre. Stand so rum. Brauchte ich. So, auf jeden Fall schauen wir jetzt da mal hoch. Die Albin-Typen interessiert gerade gar nicht, dass ich mit deren, mit einem von ihren Autos unterwegs bin oder mit einem von den Fahrzeugen unterwegs bin. Soll mir aber persönlich recht sein. Ups. So, guten Kilometer haben wir noch. Dass ich hier gerade Fahrzeuge und alles Mögliche rumfahre, interessiert mich gerade herzlich wenig. Was passiert? Also, drei Kronos 6 Kisten sollen wir zerstören. Okay, das versuchen wir dann heute mal zu machen. Ich glaube, das könnte aber eher so eine Mini-Mission sein.
Ach, gucke mal, da waren wir schon mal. Da ist sogar noch ein Eingang. Ich war so frei und habe mir die Ladeverzeichnisse angesehen. Clan Kelly hat 3 Kisten übernommen, die aus Kairo kamen. Die sind also vollgepackt mit Kronos X. Cool. Legen wir die Kisten in Schutt und Asche. Die Kisten haben einen Schutzmechanismus, der bei unsachgemäßer Behandlung Nervengas freisetzt. Ziemlich kreative Idee. Normalerweise setzen sie doch auf stämmige Typen mit stumpfen Waffen. Okay, ich fasse die Kisten nicht an. Ich lege sie nur in Schutt und Asche. Warte auf aktiven Protestbericht. Okay, der ist aber. Gerade ist deren. Der hat immer deren Frachtdrohne abgestürzt. Upsi. Okay, mal gucken. Nachsehen und Bescheid geben, wenn was ist. Kann ich die Drohne nehmen? Drohne, Suche starten. Hätte ich die Drohne mal auf die Kaper von hier aus? Nö. Schade. Agentenwechsel. Scheiße, der ist halt natürlich super, dass ich da jetzt mich da eingemischt habe. Nehmen wir mal den hier. Hat sich ja gelohnt. Teammitglied ist unterwegs ins Krankenhaus und wird in absehbarer Zukunft dort bleiben. Fuck! Wir sollten die Verantwortlichen dafür aufspüren. Aber keine Kampfdrohne, die ich mal kurz hier vor den kapern kann? Durch die. Ob die hier wohl eine Kampfdrohne? Ja, haben sie nicht, ne? Jemand ist eingebrochen, durchsucht alles! Scheiße. Ich kann hier nichts entdecken. Hat die keine. Ich kenne die Kampfdrohne von denen. Jemand anderes als wir steuert dieses Teil. Findet ihn! Gesichert! So, ich weiß, Drohne von denen ist weg. Für mich bist du nur ein weiterer Leichensack. Ich schmeiß die Granate. Vorsicht! Du machst nur Schuss! Scheiße, ich werde beschossen!
tot. Schick mal Hilfe her! Tot. So. Ich kann mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. So, die erste. Scheiße. Vielleicht hätte ich jetzt nicht durchgehen dürfen. Der ist tot. Die sind auch weg. Wo ist denn da? Ach, da war es runtergekommen. Tot. Ich muss erstmal die zwei Elite-Teile Heinis Hansels da jagen. Das Schwein hole ich mir. Ich check das mal. Ich geh rein. Hier ist niemand. Weiter geht's. Schüsse! Ah! Tot. Das waren alle. Jawohl. Jetzt sind die Straßen ein winziges bisschen sauberer. Ja, mach dich aus dem Staub. So, das machen wir gleich. Dann ist Feierabend für heute. Kann ich hier nicht irgendwie... Schade, ich dachte, ich könnte hier was hacken. Aber... Nicht hackbar. Okay, schade. Naja, egal. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken, dass ich hier rauskomme. Bin noch da. Mich hast du noch nicht. Meinst du dich? Hab ich schon. Aber den 2-16-Punkt, den will ich noch mitnehmen. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Nehmen wir mit. Und wo ist der Technikpunkt? Ach, der ist unter uns. Oder was? Upsa. Das ist immer noch das Zeug, was da irgendwie ausströmt. Mal gerade, ob ich da irgendwie rein muss, runter muss, wie auch immer. Ich will dieses scheiß
wir die Dings haben. Und das ist, glaube ich, ungefährlicher, mit der Spider-Bot da reinzugehen. Okay, kann man nicht. Ich will den Scheiß. Ich will diesen Technikpunkt mitnehmen, aber der muss ja hier drunter sein, oder sehe ich das falsch? Ja, da ist der. Wie komme ich daran? Dann sind wir jetzt schon mal hier drunter, so wie ich das gerne wollte. Dann hoffe ich, dass wir gleich den Technikpunkt hier mitnehmen können. Der hier drunter liegt. Oh, upsie. Scheiße. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war beschissen. Scheiße. Das war mein Spider-Bot. Schade. Ich hätte sie gerne mitgenommen. Naja, dann ist das so. Schade, schade, Schokolade. Oh mein Gott, aber der ist tot. So, Munition ist ja aufgefüllt. Das ist komische Zeugs, ne? Na gut, dann war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Watch Dogs. Und dann haben wir's. Auch diese Mission. Halbwegs überreden. Ja, das mit dem Vorrat wäre erledigt, aber die Versorgung steht noch. Dabei kann ich helfen. Clan Kelly erhält das Kronos X von einer Vermittlerin in Kairo, Abby Tran. Ich habe über eine Quelle erfahren, dass sie die letzte Lieferung begleitet hat. Dann finden wir sie vielleicht bei der Werft. Dieser Müll darf nicht auf die Straßen kommen. Die Mission ist abgeschlossen. Nicht vorrätig. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Und mit dem Dealbreaker machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Das ist die Werft, in der Clan Kelly das Kronos X bekommt. Ich arbeite nicht jetzt. So, bis dann. Tschüss.